Willkommen zu meinem zweiten Video Haartransplantation in Istanbul bei Elitair. Mir wurden 4700 Grafts verpflanzt im vorderen Bereich, den Geheimratsecken und ein bisschen was in der Tonsur. Ich befinde mich zurzeit 4,5 Monate nach der Haartransplantation. Die Phase habe ich überstanden, wo die Haare nochmal ausfallen. Das ist aber auch unterschiedlich von Person zu Person. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Bei mir hat man es doch schon gesehen. Die Haare, die gekommen sind, sind dann doch teilweise wieder etwas ausgefallen. Aber das ist ja ein normaler Prozess. Jetzt sehe ich dann doch schon mittlerweile, dass das Ergebnis besser wird. Die Haare werden dichter. Es kommen immer mehr Haare hinzu. Vom Umfeld bekommt man auch ja eigentlich positives Feedback, dass das Ergebnis doch schon ganz gut geworden ist. Des Weiteren mache ich auf Empfehlung die PRP-Behandlung. Da habe ich jetzt 4 Stück hinter mir, 2 Stück folgen noch. Somit habe ich dann 6 Behandlungen im Abstand von 4 Wochen nach der Haartransplantation gemacht. Zudem benutze ich noch Biotin-Tabletten und ja täglich das Shampoo von Dr. Balbi aus dem Koffer. Ja, ansonsten 4,5 Monate nach der Haartransplantation. Ich bin bisher ganz zufrieden. Es ist okay. Das Ergebnis muss natürlich noch etwas dichter werden. Aber da habe ich ja auch noch ein bisschen Zeit. Man sagt ja, ca. 10 bis 12 Monate hat man dann sein Endergebnis und ja, darauf bin ich dann gespannt. Ich danke euch fürs Zuschauen und im Anhang füge ich noch ein paar Bilder hinzu. Bis zum nächsten Mal.